Jo, was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zum neuen Video. Ja, wir sind. Ah, dankeschön. Wir sind hier wieder gerade alle an der Halle am Start. Ja, ihr habt schon gesehen, da steht der E39, da steht der E46, hier der GT86. Ja, wir haben Samstag, wir haben ein bisschen was vor heute. Das ist meine Knarre. Aquaknarre. Aquaknarre. Alles klar, Freunde. Was ab geht, seht ihr nach dem Intro. Bis später. Ciao. So, wir zerlegen jetzt erstmal den BMW so ein bisschen. Nieren raus. Gut. Halten. Scheinwerfer raus. Blinker raus. Blinker raus. Leisten ab. Schachtleisten ab. Rückleuchten raus. Leisten von den Stoßstangen raus. Kennzeichen ab. Weil wir haben uns entschieden, wir lackieren komplett neu auf. Ja. Bisschen asoziale Art, ne? Digga, macht ihr was dann? Ist das denn hier für ein Fusch? Das ist Panzermann. Das einfach hier so. Einfach, er hat mich abgezogen. Ja, bei Tim kommt heute eine kleine Beschriftung auf die Seiten. Das machen wir auch so ein bisschen zwischendurch nebenbei. Vielleicht gehe ich heute noch ein bisschen wieder an das Auto dran. Sehen wir dann später. Ach ja, der steht auch noch hier. Wieder einbauen in den ja, Laufen. Das könnten wir eigentlich mal machen. Sag mal, das Wender. Einmal riesig groß, das Logo auf die Seiten, das werden wir gleich machen. Das wird geil. Das wird richtig geil. Ja, Freunde, seid auf jeden Fall gespannt und bleibt dran. Das ist so ungefähr der Plan. Dazu dann wieder die lilanen Felgen, dann brettert das hier ganz gut. 60-60 brettert dich. Auch. Der bricht, ja, ich war, der bricht hier alles ab. Egal. Oh, ja, ja, ja. Naja, wie gesagt, Freunde, wir zerlegen jetzt hier so ein bisschen Offcam. Ich denke mal, das ist jetzt nicht so interessant für euch, wie wir die Scheiße hier ausbauen. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, jetzt können wir das hier noch schön in die Kanten legen. Dann wäre der erste Streich auch schon getan für heute. Beziehungsweise die erste Seite, ne? Zack, 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 zack. So, mal hier von innen festdrücken. Und dann haben wir die erste Seite schon fertig poliert. Kommt schon nice vorbei, auf jeden Fall. Ja, mit den Felgen zusammen und dem Sticker oben noch. Ja, schon geil. Gefällt mir auch richtig gut. Guck mal, einfach für Schrauben in den Nebelschalter einfach reingeschraubt. Einfach eine Spax. Eine rostige. So, jetzt noch die andere Seite folieren. Machen wir jetzt auch mal eben. Ja. Mal eben. Na, hör mal. Und dann ist dein Auto heute schon durch, ne Tim? Ja. Wunderbar. So, Freunde, die zweite Seite haben wir jetzt auch fertig foliert. Tim föhnt die jetzt nochmal an. Ja. Ich finde, das sieht schon ganz geil aus. Oh, immer noch ein bisschen Ertragungsfolie. Das kommt schon gut. Auf jeden Fall. Schauen wir mal eben, was Brenten so treibt. Wie weit ist der Brenten? Ich sehe schon. Ja. Ist hier schon passiert. Ja, das ich verbrannt! Aua! Einfach Föhn festgehalten. Aua! Ja, also vorne ist schon zerlegt. Es wird, es wird. So, wir haben jetzt bei Tim gerade nochmal zwei Felgen drauf gesteckt, weil wir das mal in Kombination mit den Felgen sehen wollten. Freunde, was soll ich euch sagen? Das sieht so geil aus. Ich zeig's euch jetzt einfach. Boah, dieser Aufkleber in Kombination mit den Felgen. Das ist auch einfach der gleiche Ton. Ne? Ihr könnt mir einfach sagen, was ihr wollt. Das sieht so verdammt geil aus. Oh. Jetzt auch so mit der Katzentreppe sehen wir das jetzt auch zum ersten Mal. Das ist schon ein echt geiler Anblick. Dieses Auto.
geil. Und Tim, was hältst du davon? Ja, ich finde es auch echt schön. Nehmen wir mal aus, mal einfach. Ja, ist schon. Aber vorne muss noch tiefer unbedingt. Ja, vorne muss noch 3 cm runter. Ja. Aber so gut, dieser Anblick, mir gefällt es schon echt gut. So, Freunde, ihr seht, es fängt an zu regnen. E39 wird nass. Der arme 39er. Mit blankem Blech steht er draußen, Digga. Das ist eigentlich gar nicht gut. Das ist eigentlich überhaupt gar nicht gut. Aber das ist gar nicht geil. Aber wir müssen eh noch was daran machen. Ja, Auto ist zerlegt. Halbe Karre ist doch schon wieder geschliffen. Also zumindest mit Maschine. Gleich noch den Feinschliff machen. Aber es geht auf jeden Fall voran. Es geht voran. Wir schleifen jetzt weiter, dieses ganze Schleifzeug, das will ich euch gar nicht mehr zeigen, habt ihr jetzt oft genug gesehen. Und dann sehen wir uns später wieder. So, Freunde, kurzes Update. Maschinenschliff ist komplett durch. Jetzt nehmen wir wieder die guten Schaumpads zur Hand, schleifen die Ecken und Kanten einmal durch. Das Dach und die Spiegelkappen sind jetzt nicht geschliffen, weil die machen wir schwarz glänzend. Ja. Achso, wir haben ja noch gar nicht verraten, welche Farbe wir generell machen. Ist geheim, ne? Verraten wir auch nicht. Wird schwarz-weiß. Wir machen jetzt einfach Klarlack drüber, so wie er ist. Ja, auf jeden Fall haben wir jetzt noch ein bisschen Schleifarbeit vor uns und dann geht's ans Abdecken. Junge, was hat er denn da? Junge, nur ist der Klappe für den E39. Geil, oder? Endlich habe ich eine. Was hast du denn dazu? Dass ich der beste Mann bin. 2 verfickte Jahre habe ich eine gesucht. Rostfrei hier und innen. Geil. Lass mal fallen. Auch geil. Auch geil. Ja, Freunde, wie gesagt, ich habe gerade aus Zufall auf eBay eine US-Heckklappe gefunden. Hat nur hier ein bisschen Rost, aber nicht durchgerostet. Easy going. 2 Jahre habe ich eine gesucht, endlich ist eine da. Wieder Schloss und Baum wird so ein Ding. Ne, das ist easy. Das hatte ich da auch schon raus, das Schloss. So, Freunde, am E46 geht es weiter. Die Heckklappe lackiere ich jetzt schon mal von innen aus, damit wir die draufbauen können. Was gibt's Geileres als an schönen Sommertagen Halle mit Grill? Machst du uns Essen? Ich bin hier Grillmeister. Ist hier der Kochi? Er ist der Chefkoch von South Park. Das ist nicht so gut. Du bist gar nicht schwarz. So, jetzt mal eben hier die Klappe von innen auslackieren. Damit die von innen schon mal fertig ist, dann können wir den einfach draufbauen. Und später im Gesamten nicht lackieren. Ich bin auch nur reingekommen, wo ich die Kühe. Alter, dieses Wochenende ist einfach zu krass, ja. Brennst ganz Lackierung. Bei mir mal eben eine Heckklappe. Aber jetzt noch deine Innenraumpfeiler mal eben. Die Beklebung. Die Beklebung, stimmt. Das alles auf dem Samstag. Ja. Mir ist auch kein Wochenende gegönnt. Ja? Hallen live. Richtiges Hallen live hier. Guck mal, wie lange wir jetzt schon nicht mehr Halle waren. Das stimmt allerdings. Da muss jetzt ausgenutzt werden. Das gute Lackierlaminat. Das erfüllt auch seinen Dienst vom Allerfeinsten. Mal wieder. Mal wieder. Diesmal mit Klarlack. Ohne Klarlack hat nicht gehalten, hatte ich Lack an den Finger. Bald kommen die Babys auch wieder drauf. Ach, eh nicht. Doch. Ende des Monats geht's zum TÜV. Sabbel. Sabbel nicht, komm rum. Ja, komm. Ich warte. So, Tims Innenraumteile sind auch fertig. Passend zu den Felgen. Da ist jetzt auch wieder Seidenmatter Klarlack drauf. Das trocknet jetzt. Und dann zeigen wir euch das später nochmal eingebaut. Ja. My life is story. I'm trying to find the glory. Got them all sleeping on me. My haters out here dying, snoring. Why they mad that I'm finally growing? And they see me fighting for it. What they wanna get involved for? I kill them all off until I'm enormous. Cause 9 to 5 is boring. Grinding 5 in the morning. I'd rather make music, get paid for it, die with a fortune. And my ride is for it. Every whip I drive imported. Anybody know me, they know for this game, no, I'm dying for it. Jetzt hier die Karre sauber.
dann geht's ans Abdecken. So, wir fangen jetzt an hier abzudecken, beziehungsweise wir haben schon angefangen. Ich hoffe, das Ganze geht ein bisschen schneller über die Bühne. Bei Brennens Karre machen wir jetzt auch die Einstiege, dass wir die abkleben, damit da nichts reinnebelt. Ja, Sascha hilft heute auch. Brennen, Tim, alle am Start. Gucken, ob wir heute noch Farbe machen. So, Freunde, wir haben mittlerweile 0.13 Uhr. Das Auto steht hier. Es ist alles fertig geschliffen, abgedeckt. Haftprimer ist schon auf die, ich sag mal, kritischen Stellen aufgetragen. Die Seite ist abgeklebt von der Halle, dass alles hier ein bisschen schöner wird. Ja, ich denke mal, wir werden jetzt hier einfach mal anfangen. Machen wir. Aber brennst du? Nee, aber dann Grill. Aua! Und was sagen wir? So, Freunde, das Auto ist fertig. Wir haben 3:45. Ich bin auch fertig. Ich glaube, man sieht's. Digga, meine Pferde muss gleich einfach wieder aufstehen. Ja. Mal eben so von 16 bis 4. Mit 2 Stunden weg sein, das ja. Ding hier durchgezimmert. Ja, ich denke mal, morgen reißen wir alles ab und dann gibt es mal noch so ein paar Aufnahmen. Wir haben aber Tageslicht. Wahnsinnig viel geschafft heute, ne? So, ja, echt heftig. Digga, die Heckklappe, seine Teile, dein Auto, meine Aufkleber, die Beschriftung, Innenraum. Ja. Ja, wie gesagt, Freunde, wir packen jetzt hier zusammen, fahren ins Bett und dann geht's morgen weiter. So, Freunde, wir haben jetzt mittlerweile Sonntag, es ist Muttertag. Wir haben nichts Besseres zu tun, als in der Halle zu stehen. Wir haben schon alles abgerissen, bauen den BMW jetzt zusammen. Brenn hat neue Scheinwerfer am Start, die kommen auch jetzt in das Baby rein. Und ja, wir geben ein bisschen Gas und dann holen wir die Karre mal in die Sonne und schauen uns das mal an. Brennen! Ja, was ist denn los? Hier bin ich am Pissen, das ist eine Sonnenbombe. Weichkäse, Peperoni, Oliven und Käse. Digga, ich hab die Hälfte schon wieder vergessen.
You better watch out if you ignite him. He's a road ahead of full prophecy to be the greatest beast the world has ever seen. I feed him every day, leave the bones clean. I feed him all the hate and he grows mean. He gets claws real big, pissed off quick. And if you cross him, you might drop dead. Metaphorically, of course, settling this war. Never getting bored, loves the blood and gore. Always wanting more, feed him from the source. They don't really understand until they feel the force departed. If you start shit, you'll be heartless in the darkness. Torn apart quick, you'll have scars ripped. You'll be chewed up and discarded. And this world ain't right, won't accept it. Negative energy, I expect it. Once it's in your mind, it's infectious. So fight for your life and reject it. You better give me space, I'm protective. My adrenaline spikes when I'm threatened. And if you stay in my way, I'm aggressive. Cause when there's no legs, it'll kill when I'm desperate. Freunde, was soll ich euch sagen? Ihr habt die Karre gesehen. Geisteskrank, einfach nur geisteskrank. Weiß ich nicht, wie das entstanden ist. Ich habe einfach mal dumm drauf losgelegt. Jetzt seht ihr das Ergebnis. Ja, freut mich auf jeden Fall, dass ihr eingeschaltet habt. Wenn euch diese Lackierung gefällt, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, kommentiert rein, was haltet ihr von der Lackierung? Feiert ihr die genauso wie wir oder nicht? Auf jeden Fall, Leute, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut. Ciao.